Servus miteinander. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam die Arbeitslosenversicherung an. Träger der Arbeitslosenversicherung, das ist die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Der Beitragssatz beträgt in 2021 und zwar immer noch gültig bis Ende 2022 2,4%. Gezahlt wird dieser Beitragssatz 50-50, also jeweils zur Hälfte, vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer muss aber natürlich das Geld hier nicht selber überweisen, sondern die 1,2%, also der Arbeitnehmeranteil, wird quasi vom Bruttolohn abgezogen. Bei der Arbeitslosenversicherung gilt genauso wie bei der Rentenversicherung, aber anders als bei der Kranken- und der Pflegeversicherung, eine unterschiedliche Beitragsbemessungsgrenze, je nachdem, ob ich in Ost- oder in Westdeutschland bin. Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt genauso wie bei der Rentenversicherung im Westen 85.200 Euro pro Jahr bzw. 7.100 Euro pro Monat und 80.400 Euro bzw. 6.700 Euro pro Monat in Ostdeutschland. Was bedeutet das? Als Beispiel nehmen wir die Beitragsbemessungsgrenze West, also 85.200 Euro pro Jahr. Wenn jemand pro Jahr 90.000 Euro verdient, dann bezahlt er die Arbeitslosenversicherung trotzdem nur auf den Beitrag, also auf die Beitragsbemessungsgrenze von 85.200 Euro. Verdient hingegen jemand 60.000 Euro, dann bezahlt er eben den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung, also aktuell die 2,4%, beziehungsweise seinen Anteil, die 1,2% natürlich, von eben seinen 60.000 Euro. Die Rentenversicherung hat natürlich einmal die Leistung, das Arbeitslosengeld und das Arbeitslosengeld II, also auch als Hartz IV oft umgangssprachlich bezeichnet, außerdem auch das Kurzarbeitergeld. Darüber hinaus hat die Arbeitslosenversicherung bzw. die Bundesagentur für Arbeit aber natürlich auch noch andere Leistungen. Zum einen wird hier eben Berufsberatung gemacht, und gleichzeitig aber natürlich auch die Arbeitsvermittlung. Dann haben wir ja schon wieder einiges gelernt. Wichtig ist sich eben zu merken, dass die Arbeitslosenversicherung genauso wie die Rentenversicherung eben eine unterschiedliche Beitragsbemessungsgrenze für Ost- und Westdeutschland hat. Außerdem ist natürlich ganz interessant hier, dass wir zwar einerseits natürlich Geldleistungen wie das Arbeitslosengeld haben, aber die Bundesagentur für Arbeit eben auch für Arbeitsvermittlung und für Berufsfindung, Beratung quasi zuständig ist.